kann Sims einpacken. Insoy hat super spannende Neuigkeiten und ich möchte euch diese nicht vorenthalten. Es kann für Sims 5 wirklich Schwierigkeiten bedeuten, muss ich euch ehrlich sagen. In einem Entwicklerinterview wurden mehr Details über Insoy präsentiert, aber auch sehr viele Fragen zum Game gestellt. Generell muss man sagen, es wurden sehr viele Parallelen zu Sims 4 gezogen, logischerweise, denn Sims 4 ist die Lebenssimulation, die das gesamte Genre dominiert. Ich glaube, wir wissen um die Monopolstellung. Deswegen ist es auch nicht so irritierend, dass sehr viel Sims auch gefallen ist und es ist auch ein Interview, das von einem YouTuber gemacht wurde. Also man kann sich das vorstellen, wie wenn GameStar beispielsweise einen Entwickler interviewen würde, die würden natürlich auch sehr viel über Sims sprechen und Sims Parallelen stellen. Das nur vorweg. Der Entwickler selber ist der Producer, der beispielsweise für Ion, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, zuständig war und er kommt eigentlich ursprünglich aus dem RPG-Bereich und er hat sehr viele Parallelen aus dem RPG in die Lebenssimulation gezogen. Er hat eben auch gemeint, es hat ihm auch einiges einfach in Sims gefehlt, wie eine offene Spielwelt, aber auch NPCs, die, wenn man so will, schlau agieren, die auch außerhalb von unserer Kontrolle agieren können. Die haben dann einen gewissen Arbeitsalltag, den wir auch beispielsweise beobachten können. Sie haben auch einen beispielsweise gewissen Drang, vielleicht kriminell zu werden, wenn sie bestimmte Parameter haben und so weiter. Das finde ich sehr interessant, dass dieser Aspekt vom RPG eventuell in die Lebenssimulation mit aufgenommen werden kann, wodurch sich das Spiel noch realistischer anfühlen kann. Was auf jeden Fall auffällig ist, Insoy soll das Creator-Tool schlechthin sein. Ich spreche nicht von Content-Creator-Tool, sondern von wirklichen Creatern, die dann Modestücke oder auch Möbelstücke erstellen können und diese teilen können. Es ist dort auch angekündigt worden, dass es keine DLCs in diesem Bereich gibt. Das bedeutet, es soll keine Sets beispielsweise wie in Sims 4 geben, wo wir neue Kleidungsaccessoires und so weiter bekommen. Das soll es nicht geben, denn ihr bekommt alles, was ihr benötigt, an die Hand und ihr könnt sogar AI nutzen und beispielsweise ein Holzhemd oder ähnliches gestalten. Das haben sie da auch gezeigt. Und generell muss ich sagen, das sieht sehr gut aus. Ihr müsst jetzt keine Modder sein, um mit diesen Tools wirklich hantieren zu können, um einzigartige Sachen zu erstellen, wie beispielsweise auch Layers. Heißt, ihr könnt ein Pullover anziehen und darüber eine Jacke. Das ist vielleicht für euch so, ja, easy. Es ist schon ein bisschen mehr Arbeit dahinter von dem Rendering her, dass ihr diese entsprechenden Layer auswählen könnt und dass es nicht nur ein Kleidungsstück ist, also als ein Kleidungsstück programmiert, wie beispielsweise in Sims 4 haben wir ja auch, wenn beispielsweise hier eine Jacke und da das Ganze darunter ist ja auch quasi einfach schon gesetzt und da haben wir die Möglichkeit, ein Kleidungsstück nach dem anderen wirklich auszuwählen. Das bedeutet natürlich auch viel Rechenleistung und das haben sie auch adressiert. Rechenleistung ist ein Ding, wo sie auch schauen, dass sie eine Version für euch erstellen können, die für PCs dann aus- oder durchgedacht ist, die weniger Rechenleistung wirklich hergeben. Wie genau das sein wird, wissen wir nicht. Aber eine Folge davon ist auf jeden Fall, dass die Maps kleiner geworden sind. Also die Sachen, die sie vorgestellt haben, wurden reduziert, damit es entsprechend einfach für alle läuft. Aber trotzdem soll dieses gesamte Lebenssimulationsmäßige nicht verloren gehen. Wir werden sehen, ob die Map dann trotzdem zu klein ist, wirklich für so ein Open-World-Feeling, oder ob das noch ausreicht. Es gibt übrigens, wie schon angekündigt, am Anfang 3 Maps zum Beginn. Das bedeutet, dass wir einmal die amerikanische Stadt haben, die jetzt auch ein bisschen mehr gezeigt wurde, aber auch schon Screenshots veröffentlicht worden. Das ist so L.A. Ich will immer San Francisco sagen, aber ich glaube, es ist L.A. Keine Ahnung, ich liebe San Francisco, aber ich sag immer was Falsches. Also eine amerikanische Stadt in Kalifornien. Ich habe gerade überlegt, ja, San Francisco ist in Kalifornien. Okay, lassen wir das. Dann haben wir die eher asiatisch aussehende Stadt und eine weitere Stadt, die noch nicht angekündigt wurde, wo sie genau liegt. Es gibt so einen kleinen Teaser hier auf der Map, aber was das jetzt wirklich bedeutet, who knows. Ich kann mir vorstellen, das ist dann eher sowas
so wie Sulani beispielsweise sein könnte, dass es einfach eine komplett andere Welt ist und komplett anders ist. Und sie wollen das wirklich auch so integrieren, dass es verschiedene Kulturen gibt, wo wir auch verschiedene Shops und so weiter haben, dass es sich lohnt, auch in den verschiedenen Bereichen wirklich zu wohnen. Ich habe ja schon ein bisschen skizziert, dass es keine DLCs geben wird in dem Creator-Bereich, heißt, dass wir keine Sachen zusätzlich wie Sets und so weiter bekommen, die dann kleidungsmäßig sind. Ob das bedeutet, wir bekommen überhaupt keine DLCs, steht noch nicht fest. Ich habe extra die Entwickler gefragt und sie haben gesagt, es steht noch nicht fest, wie wirklich das Monetarisierungssystem ist. Was aber feststeht, es wird in den Early Access gehen Ende des Jahres. Ja, Leute, Insol kommt Ende des Jahres in den Early Access und ich bin verdammt nochmal aufgeregt. Ich freue mich so sehr. Es sieht auch einfach so gut aus. Die weiteren Informationen, die es gibt, ihr könnt beispielsweise auch euren Kindern Taschengeld geben. Und das Taschengeld hat Auswirkungen auf die Erziehung. Natürlich, die Kinder sind dann happy schmappy, wenn sie Taschengeld bekommen. Aber wenn sie zu viel bekommen, können sie auch gespoilt werden. Und dann können sie euch, wenn man so will, ausnehmen. Ich finde das so cool, dass es diese Mechaniken gibt. Auch anscheinend auch, dass die verschiedenen entsprechenden Haushaltsmitglieder müssten ja dann auch ihre eigenen Budgets haben. Heißt, geht es dann wie getrennte Konten? Es gibt da so viele Möglichkeiten dann. Ich bin so gespannt, ey. Was man zusätzlich sagen kann, sie haben wirklich das Feedback angenommen. Vor allem von der westlichen Community, dass sie gemeint haben, dass es einfach nicht westlich aussieht. Es gibt weitaus mehr Face-Presets, die dann auch mehr an den westlichen Look, wenn man so will, angepasst sind. Auch kulturell wollen sie dort mehr hineingehen. Ob das beispielsweise aber auch bedeutet, dass es gleichgeschlechtliche Liebe etc. gibt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die LGBTQA+-Community in diesem Spiel wirklich integriert wird. Das kann ein großes, großes Thema sein zum Release. Denn da habe ich bisher nichts zu gesehen. Im Interview wurde auch nichts dazu gesagt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie mit diesem sehr, sehr sensiblen Thema umgehen. Denn ich denke eben auch, wenn sie mehr auch den Westen Zusprüche machen wollen, dann müssen sie das integrieren. Also da führt kein Weg dran vorbei, gleichgeschlechtliche Liebe aber auch oder auch non-binär ins Spiel zu implementieren. Ich bin sehr gespannt. Also sie haben da noch nicht dazu viel gesagt, nur dass man beispielsweise auch die Körperform entsprechend anpassen kann, also dass es auch entsprechend korpulentere Personen dort gibt, beziehungsweise Zeus, aber auch ältere und dass nicht nur der asiatische Look dort vorhanden ist. Trotzdem finde ich es spannend, weil es ein koreanischer Entwickler ist, was das bedeutet für die Kultur, die dort gezeigt wird. Denn wir müssen eben auch sagen, Sims ist sehr, sehr westlich. Das ist ein, logischerweise, EA bzw. Maxis ist amerikanisch. Heißt, die gesamten Werte, die wir dort haben, ist eben davon inspiriert. Sei es jetzt von Proms, sei es jetzt durch was auch immer, Junggesellenabschied, ja, das ja auch dadurch natürlich so ein riesen krasses Ding geworden ist durch die westliche bzw. amerikanische Medienlandschaft. Und ich bin gespannt, was von dem koreanischen, also was wirklich auch von beispielsweise generell von der asiatischen Kultur dort aufgenommen wird. Denn wenn wir wirklich mal ehrlich sind, in Sims 4 haben wir super wenig, was in diesem asiatischen Kulturenbereich ist. Es ist ein bisschen mehr geworden durch natürlich zu vermieten, aber auch ab ins Schneeparadies. Trotzdem ist es super amerikanisch fokussiert. Bin gespannt, was Insol daraus macht und wie offen das auch entsprechend den anderen Kulturen gegenüber ist. Sie haben versprochen, sie wollen es sein, ob sie es sind. Eine weitere Sache, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil sie auch da ein bisschen GTA-Feeling angesprochen haben, ist, dass ihr natürlich auch die Map individualisieren könnt. Beispielsweise, ihr könnt so die Reklamen, die dort sind, anpassen. Ihr könnt da Bilder von euch oder was auch immer einfügen, aber auch YouTube-Videos. Heißt, für alle Creator da draußen, ihr könnt eure eigenen YouTube-Videos da einbinden und dann seid ihr quasi, ja, auf der Reklamenfläche. Ihr könnt natürlich das auch für Weihnachten und so weiter nutzen, dass dann schöne weihnachtliche YouTube-Videos da gespielt werden. Finde ich auch eine ganz cute Sache. Was aber witzig ist, ist, dort könnt ihr eben auch die Sicherheit einstellen.
Generell, das ist nicht voreingestellt. Ihr könnt das so unsicher und sicher machen, wie ihr das wollt. Es wird dann auch Polizisten geben, die die entsprechenden Zeus verhaften, wenn sie ein bisschen Unfug treiben. Was das auch wirklich bedeutet, ob dann wirklich die Straße brennt oder Autos und so weiter, wissen wir noch nicht. Wir haben das bisher nicht gesehen, was für Auswirkungen das wirklich hat, die Sicherheit in der Stadt. Aber ich finde das super interessant, dass einfach mehr Chaos dann reinkommt in die Map bzw. in euer Game. Ich bin sehr gespannt. Auch, dass die Zeus dann Reputation-System haben. Das bedeutet, dass die dann eben auch, wenn sie dann kriminell geworden sind und wenn sie irgendwas geklaut haben, dann entsprechend auch negativ eingestuft werden. Und das Folgen hat, dass beispielsweise die Polizei kommt und sie verhaften kann. Das ist auch außerhalb eurer Tätigkeit vorhanden. Das bedeutet, nicht wenn ihr die Zeus beispielsweise steuert, dass das dann nur Auswirkungen hat auf die anderen Zeus, sondern sie entscheiden auch, wenn man so will, selbstständig, ob sie kriminell sind oder nicht. Das hängt von den Merkmalen ab, aber auch natürlich von den Werten und Ähnliches, die sie dann auch entsprechend introducen. Ich habe das Gefühl, dass die Zeus weitaus individueller sind und dadurch das Spielgeschehen noch unkontrollierbarer, wenn man so will, ist. Heißt, dass ihr nur euren Zoll steuern könnt, aber die anderen machen ihr komplettes eigenes Ding. Und das finde ich sehr interessant. Eine weitere Auswirkung soll beispielsweise auch sein, in Familienkonstellationen dann, dass wenn ihr eine schlechte Beziehung zu eurer Frau oder zu eurem Kind habt, dass das Kind vielleicht abhaut oder die Frau einfach nicht nach Hause kommt. Es hat also Auswirkungen, was ihr wirklich mit den anderen Zeus macht. Ich finde das so spannend, was sich da wirklich rauskristallisieren kann und welche Storys man da erzählen kann. Zusätzlich möchten sie die Konversationen von den Zeus komplett unterschiedlich gestalten. Das bedeutet, dass sich die Unterhaltung von Zeus wie Familienmitglieder von den Optionen unterscheiden soll, wie mit den Fremden. In Sims ist es ja beispielsweise so, dass es eigentlich fast immer dieselben Optionen sind. Es sind nur ganz einzelne Sachen, die dann so ganz spezifisch ist für Familienmitglieder, aber ansonsten ist es ja immer dasselbe, was sie auswählt. Und das soll bei Insoy anders sein, aber wir haben jetzt wenig gesehen, wie das wirklich sich spielt und wie das so für Auswirkungen hat, deswegen warten wir mal ab. Aber sie haben eben auch gesagt, dass AI sie da unterstützt. Das heißt, es könnte ganz gut funktionieren, dass es wirklich weitaus personalisierter bzw. individueller wird von den Konversationen her. Was das wirklich für Auswirkungen hat, mal gucken. Was sie auch adressiert haben, sie sind natürlich nicht nur im Wettbewerb mit Sims 4, sondern allem von Sims 4. Das bedeutet, alle Erweiterungspacks zählen sie zu Sims 4. Deswegen haben sie auch den Ansatz, dass Insoy von Anfang an sehr viel beinhalten muss, um natürlich auch die Sims-Spieler bei Laune zu halten. Also sowas wie Wetter soll schon inkludiert sein, die Polizei, von der ich schon gesprochen habe, aber auch die Arbeit. Alle Sachen, wo ihr arbeiten könnt, sollt ihr auch wirklich den Zoll steuern können. Also dass ihr auch die Arbeiten dort ausübt, dass ihr da eine To-Do-Liste habt und die ausführt. Das ist ja eigentlich nur in Sims 4 bei ausgewählten Berufen der Fall, dass ihr das machen könnt. In Insoy soll das von Anfang an funktionieren, ohne Erweiterungspack. Was wir ja sowieso noch nicht wissen, ob das kommt. DLCs oder wie auch immer sich das finanzieren möchte. Eine interessante Sache finde ich noch, dass sie Filter einbauen und ihr könnt eine Comic-Optik sogar auswählen. Ihr könnt, wenn man so will, entweder sowas wie Paralives oder halt auch Sims haben, was nicht mehr diesen realistischen Look hat, sondern einfach diesen Comic-Look. Heißt, wenn euch das stört, dass es so hyperrealistisch aussieht, könnt ihr einfach einen Filter wählen und sagen, ich spiele in der Comic-Optik. Das war auch ein großer Kritikpunkt von den Leuten, die gesagt haben, das Spiel ist mir zu realistisch und jetzt geben die Entwickler uns einfach was an die Hand und sagen, hier, kannst du ja auch Comic-Optik machen. What? Das ist Wahnsinn. Ich bin super gespannt, was das Spiel sein wird. Ende des Jahres kommt es im Early Access raus. Sie haben jetzt 50 bis 60 Entwickler, die daran sitzen und ich bin wirklich sehr gespannt. Was sagt ihr zu Insoy? Freut ihr euch drauf? Seid ihr gespannt? Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das wird grandios werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar da und folgt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!